Meet Me on the Equinox von Deathcap for Cutie. Es ist gleich 9.36 Uhr. Mehr als 10.000 Menschen waren am Wochenende wieder auf der Straße, um gegen den neuen Flughafen in Schönefeld und vor allem gegen den anstehenden Lärm zu demonstrieren. Man könnte glauben, viele würden lieber heute als morgen aus der Flughafenregion wegziehen, wenn sie denn ihre Immobilien überhaupt verkauft kriegen. Andere sagen, am besten sofort investieren in Häuser und Wohnungen rund um den Flughafen. Ja, was denn nun? Wir haben unsere Reporterin Amelie Ernst mal losgeschickt, um das zu klären. Guten Morgen, Amelie. Guten Morgen zusammen. Morgen. Wo hast du dich denn umgehört? Wahrscheinlich nicht auf der Großdemo am Samstag, oder? Nee, da war ich diesmal nicht. Die meisten Leute da wollen ja auch gar nicht aus der Flughafenregion wegziehen, sondern die wollen erreichen, dass die Flugzeuge woanders langfliegen und sie bleiben können. Nee, ich bin direkt nach Blankenfelde-Marlow, nach Dahlewitz und nach Rangsdorf gefahren, also in drei Gemeinden, die ganz dicht am Flughafen liegen. Und erstmal habe ich Leute gesucht, die da tatsächlich bewusst hingezogen sind. Also schon mit dem Wissen, dass da demnächst der große Flughafen hinkommt. Und gefunden habe ich unter anderem Ramona Kiewitz-Krumrei. Die ist mit ihrem Mann und zwei Kindern vor einem halben Jahr direkt nach Marlow in eine Doppelhaushälfte gezogen. Und das hatte auch gute Gründe. Zum einen muss mein Mann oft fliegen, weil er halt in der Touristikbranche arbeitet. Zum zweiten haben wir nur ein Auto. Es musste verkehrsgünstig sein. Und es durfte auch nicht jetzt Unmengen kosten. Die hatten wir an Geld auch nicht zur Verfügung. Also so dieser Radius der Suche, der wurde dann doch immer kleiner halt irgendwann. Ja, also das Geld spielte da auch eine größere Rolle in jedem Fall. Für das Haus mit 115 Quadratmeter Wohnfläche und kleinem Garten haben die Krumreis zum Beispiel 130.000 Euro bezahlt, was nicht viel ist natürlich. Und weiter weg vom Flughafen wäre das natürlich nicht zu machen gewesen. Aber ist so einer Familie mit zwei Kindern der Fluglärm dann echt egal? Na gut, also ganz egal ist das den Krumreis natürlich auch nicht, aber Preis und Lage wogen dann eben doch schwerer. Dann haben wir halt so mit den Flugzeugen abgewägt, ob man damit auskommen kann oder nicht. Aber ich habe auch schon mal 12 Jahre halt in Spandau in einer Einflugschneise mittendrin gewohnt. Und von daher kenne ich das noch, also jetzt Flugzeuge und so. Ja, also in dem Fall war es eben nicht die berühmte Katze im Sack, sondern die Krumreis wussten schon genau, worauf sie sich da eingelassen haben. Heißt das, im Moment ist ein guter Zeitpunkt, günstig Immobilien zu kaufen, wenn man sowieso Richtung Flughafen ziehen will? Also die Makler sagen in jedem Fall ja, die Preise seien zwar schon mal noch niedriger gewesen in der Gegend, weil mancher Besitzer aus Angst auch schon mal regelrecht panisch verkauft hat, unter Wert. Diese Phase sei jetzt langsam vorbei, jetzt sei wieder Ruhe eingekehrt, sagt Makler Tim Grebe. Wenn ich jetzt als Immobilienmakler dem Käufer einen Tipp gebe, dann muss ich sagen, so schnell wie es geht kaufen. Auf der anderen Seite, wenn mich der Verkäufer fragt, würde ich immer sagen, ruhig noch mal ein Jahr oder zwei Jahre warten, weil dann wird er sicherlich 20-30% über dem bekommen, was er jetzt bekommt. Ja, denn so sei das auch in den Umgebungen der anderen deutschen Großflughafen gewesen. Also sobald die eröffnet hätten, seien die Preise richtig explodiert, sagt Grebe, und noch gefragter als schon fertige Häuser sind im Moment übrigens Baugrundstücke in der Flughafenregion, also auch das sicherlich ein Investment. Und wie sieht's aus bei den Mietwohnungen rund um den Flughafen? Stehen da auch schon viele leer? Nee, ganz im Gegenteil, überraschenderweise. Die Nachfrage ist sogar viel größer noch als nach Kaufimmobilien, weil eben viele ihre Jobs dort nach und nach jetzt bekommen werden am Flughafen und viele Vermieter kaufen jetzt sogar noch neue Objekte oder rüsten ihre eigenen auf, immer in der Hoffnung, dass sich das richtig rentieren wird. Im Moment ist der Schnitt deutlich über dem Bundesdurchschnitt bei den Nachfragen nach Mietwohnungen. Und bald soll sich das rentieren, aber noch ist es natürlich nicht so weit. Von der Einflusssphäre des Flughafens merken wir heute hier noch nichts groß. Also wir haben zwar die Immobilie erst weitestgehend vermietet, aber dass sich jetzt, in den Preisen, was sie geändert hat, also in den Mietpreisen, was geändert hat, das ist noch nicht zu spüren. Also noch geht's mit den Preisen, sagt Olaf Kurze. Der besitzt in Rangsdorf und Umgebung mehrere Wohn- und Gewerbeimmobilien. Aber er hofft natürlich, dass sich da richtig was bewegt, dass es das große Geschäft wird. Und die Makler hoffen natürlich, dass aus diesen ganzen Mietern, die es schon gibt, dann irgendwann auch Käufer werden. Also von wegen alle wollen wegziehen vom neuen Flughafen in Schönefeld. Auch die Nachfrage nach Immobilien steigt, wie Amelie Ernst recherchiert hat. Danke, Amelie. Gerne. Tschüss. Tschüss.